Wir sind heute im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zu Gast bei Minister Boris Rhein. Boris Rhein wurde 1972 in Frankfurt geboren, hat an der Goethe-Universität in Frankfurt Rechtswissenschaften studiert und ist ausgebildeter Volljurist. Boris Rhein hat seine politische Karriere in der CDU begonnen als Dezernent im Stadtparlament Frankfurt. Er war lange Jahre Mitglied des Hessischen Landtages, seit 1999 mit kleinen Unterbrechungen. Vor seinem Amt als Minister für Wissenschaft und Kunst war er Innenminister des Landes Hessen und davor Staatssekretär unter Volker Bouffier. Wir sind sehr gespannt, was er uns gleich im Interview zu erzählen hat. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die erste Frage ist immer dieselbe, die ich stelle. Sie haben es ganz an die Spitze eines Ministeriums geschafft, sind verantwortlich für ein knappes Dutzend Hochschulen im Lande. Brauchen Sie selber noch Führung? Also es sind 13 Hochschulen des Landes, tolle Hochschulen. Ich glaube, dass jeder in irgendeiner gewissen Art und Weise in einem Gesamtsystem ist, wo es immer noch jemanden gibt, der natürlich auch denjenigen, der führt, führt. Das ist aus meiner Sicht auch richtig so. Und ich nehme wahr, dass Führung oftmals so negativ konnotiert wird, dass Führung als etwas ja, Schlechtes oder Bedrohliches wahrgenommen wird. Ich halte Führung für unglaublich wichtig und ich halte Führung auch für ein urdemokratisches Prinzip, weil führen bedeutet ja auch Verantwortung übernehmen und führen bedeutet im Übrigen natürlich auch Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass Systeme funktionieren können. Wenn keine Entscheidungen getroffen werden und insoweit Führung nicht übernommen wird, haben wir Anarchie und Chaos. Und insoweit, wenn Führung demokratisch legitimiert stattfindet, halte ich Führung für richtig, für wichtig und für unersetzlich. Und wenn Sie fragen, gibt es jemanden, der mich führt? Ja, natürlich gibt es das Parlament. Ich sage immer spaßeshalber, es gibt zwei Instanzen in diesem Land, die mir Aufträge erteilen können. Das ist der Ministerpräsident und das ist natürlich vor allem auch das Parlament. Und meine Fraktion zumal. Und insoweit ist auch ein Minister in einem System, indem er nicht einfach durchentscheiden kann oder ja ohne sich rückzuvergewissern Entscheidungen treffen kann, sondern Entscheidungen immer einbetten muss in, ja, ich nenne das nochmal ein Gesamtsystem, auch wenn System sich komisch anhört, aber das ist es ja. Es ist das demokratische System dieses Landes und da bildet sich eine Mehrheit, das ist im Augenblick eine schwarz-grüne Mehrheit, die hat einen Auftrag des Volkes erhalten und dem hat sich am Ende auch ein Minister unterzuordnen. Wenn die schwarz-grüne Mehrheit, die Fraktionen, das Parlament entscheiden, dann ist das für mich leitend und insoweit ist das natürlich auch quasi eine Instanz, die dem Minister übergeordnet ist. Und das gilt für den Ministerpräsidenten überdies. Er ist der Chef des Kabinetts. Und Sie kennen Herrn Bouffier ja auch schon sehr lange, waren Staatssekretär, als er noch Innenminister unter Roland Koch war. Holen Sie sich manchmal bei ihm Rat, wenn schwierige Entscheidungen anstehen? Oder spricht man informell mal Dinge ab, bevor man sie ins Kabinett trägt? Ja, also es wird sehr viel miteinander besprochen. In der Politik geht unendlich viel Zeit dafür drauf, wobei ich das durchaus positiv meine, um gewisse Dinge vorzubesprechen, abzusprechen, sich abzustimmen. Das ist ja in der Koalition ohne dies notwendig, in einer Koalition, die ja nicht traditionell eine Koalition ist, wie beispielsweise diese schwarz-grüne Koalition. Die funktioniert nur dadurch reibungslos, dass intensivste Abstimmungsprozesse stattfinden. Und natürlich finden so auch ganz intensive Abstimmungsprozesse zwischen dem Ministerpräsidenten und seinen einzelnen Ministern statt. Ich weiß mittlerweile aus Erfahrung sehr gut, weil ich ja wirklich sehr lange mit Volker Bouffier und sehr eng mit Volker Bouffier auch als ein Staatssekretär im Innenministerium zusammengearbeitet habe, weiß ich mittlerweile, worauf er Wert legt oder bei welchen Themen er großen Wert drauf legt, eingebunden zu sein. Und am Ende ist das auch gut so, weil ich weiß sehr genau, wenn ich Volker Bouffier von vornherein sehr eng mit einbinde,
auch teilweise in schwierige Entscheidungen, ist er derjenige, der immer hinter mir steht. Und er ist damit eine große Rückversicherung natürlich auch für den Minister. Und das zeichnet ihn im Übrigen auch aus, dass er dann steht und nicht wackelt. Und insoweit ist das notwendig, aber eben eigentlich auch selbstverständlich. Er steht als Ministerpräsident dann auch, ich will das Wort aufgreifen von vorhin, in der Gesamtverantwortung für dieses Land. Und insoweit muss er sich auf seine Minister verlassen können. Das geht eben insbesondere über den Weg der Information, der Rückinformation und auch des Diskutierens über die einzelnen Themen. Und ein Minister kann sich am Ende dann auf seinen Ministerpräsidenten verlassen. Das führt zu Stabilität und ich glaube, das ist das Beste, was einer Regierung passieren kann, dass sie stabil ist. Ich habe von ihm unglaublich viel gelernt. Also ich frage mich auch oft heute, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, wie würde Volker Bouffier das machen? Ich habe als Staatssekretär ihm zugearbeitet. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet als Innenminister und tue das natürlich heute als Wissenschaftsminister auch. Und er ist jemand, der ein unglaublich fordernder Ministerpräsident ist. Der lässt Ihnen nicht irgendeine, Ungenauigkeit durchgehen, weil er in der Regel wahrscheinlich die Vorlage, die Sie dem Kabinett gemacht haben, besser kennt als Sie selbst. Das heißt, er liest alles, der kennt jedes Wort und er erkennt auch sofort, wenn irgendwo Unebenheiten drin sind. Es ist ja oft so, dass man irgendwo versucht, drüber hinwegzuschreiben und versucht, die Probleme so ein bisschen zu übertünchen. Die findet er sofort, legt sofort den Finger in die Wunde. Das finde ich faszinierend, weil das bedeutet, dass jemand so unglaublich konzentriert lesen muss, unglaublich viel ja auch sich mit den Dingen befassen muss. Und das ist nicht im Innenbereich nur so, das ist nicht im Wissenschaftsbereich so, das geht über die gesamte Bandbreite der Landesregierung hinweg. Und insoweit ist das etwas, was ich von ihm gelernt habe. Wenn du irgendwo das Gefühl hast, dass etwas ungenau ist, frag die Leute, bohr nach, forsche nach, so wie sie ja auch forschen, und versuch den Dingen auf den Grund zu gehen. Eine Arbeitsweise, die einem der Verantwortung zu tragen hat und der führen muss, sehr hilfreich sein kann. Eine meiner nächsten Fragen wäre ohnehin gewesen, wer hat Sie persönlich beeindruckt? Von wem haben Sie gelernt? Jetzt haben Sie Volker Bouffier genannt. Gibt es noch andere Menschen, von denen Sie sagen würden, da haben Sie sich was abschauen können? Also das ist ja auch oft die Frage so nach dem Vorbild. Vorbilder habe ich in dem Sinne keine. Also das ist, finde ich, eine Begrifflichkeit, die vielleicht in der Politik eher so, das hört sich so ein bisschen bewundernd oder schwärmerisch an. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich habe drei Arbeitsstile, die mich prägen, geprägt haben und die ich interessant finde. Das ist einmal Petra Roth. Mit Petra Roth habe ich ja im Magistrat eng zusammengearbeitet, der Stadt Frankfurt. Petra Roth ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, weil sie ist begeisterungsfähig. Sie ist in der Lage, schwierigste Sachverhalte runterzubrechen und Menschen zu erklären. Das ist eine Fähigkeit, die ich auch beeindruckend finde. Roland Koch ist für mich der ganz intellektuelle Typ, der die Dinge ergründet, der insbesondere sehr innovativ mit Ideen umgeht, beziehungsweise innovative Ideen entwickelt und sie am Ende in einen politischen Umsetzungsprozess bringt. Davon gibt es ganz viele Beispiele in Hessen, die dieses Land ziemlich radikal modernisiert haben. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig in vielen Bereichen. Und eben, wie gesagt, Volker Bouffier, mit dem ich im Grunde genommen politisch am längsten und am engsten zusammenarbeite und gearbeitet habe. Das sind drei sehr verschiedene Typen, von denen man etwas lernen kann, aber nichtsdestotrotz muss man aufpassen, dass man nicht anfängt, Menschen zu imitieren oder deren Stile zu imitieren, sondern dass man authentisch bleibt. Aber ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, sich das ein oder andere von jemandem abzuschauen, wenn man der Überzeugung ist, dass es richtig ist, was sie tun. Wo kann man sonst in der Politik Führung lernen? Also haben Sie als Dezernent oder als Staatssekretär mal Kurse besucht oder? Ach, ich glaube. Oder glauben Sie, dass man Führung ohnehin nicht lernen kann, indem man
solche Kurse belegt? Also ich glaube, dass es einen Menschentyp gibt, der gar nicht führen will. Und ich finde, man muss auch niemanden zwingen zu führen. Es gibt einen Menschentyp, der unbedingt führen will, finde ich jetzt auch ein bisschen, also sowohl das eine als auch das andere bereitet bei mir ein bisschen Unbehagen. Menschen, die nicht führen wollen, machen es möglicherweise, weil sie verantwortungsscheu sind oder weil sie es einfach nicht können. Ja, das muss man auch nochmal unterscheiden. Und Menschen, die unbedingt führen wollen, können natürlich auch Typen sein, die beherrschen wollen, ja, die Macht ausüben wollen. Nicht Macht, um ein politisches Gemeinwesen zu entwickeln, sondern Macht, um wirklich Menschen zu beherrschen. Machiavelli. Beispielsweise, ein gutes Beispiel. Wirklich Macht um der Macht willen. Und das ist auch etwas, was mir Unbehagen bereitet. Ich glaube, es gibt Menschen, die Führung lernen können, aber am Ende wird immer noch etwas auch da sein müssen, das in der Veranlagung, in Anführungsstrichen in den Genen ist, etwas, was sie nicht lernen können. Und sie müssen einfach auch Freude dran haben, solche Dinge zu machen. Und deswegen ist es eine Mischung am Ende. Man kann bestimmt gewisse Dinge lernen, man muss aber auch irgendwie ein Gespür dafür haben und auch Freude an den Dingen haben. In der Politik ist es ja auch nicht, ich glaube, dass es in der Politik anders ist als in vielen anderen Bereichen, weil Sie gefragt haben, haben Sie Kurse besucht oder was auch immer? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich glaube, es gibt auch keine Kurse. Sie müssen sich in diesem Politikgefüge zurechtfinden können. Sie müssen sich einordnen können. Sie müssen wissen, wann Sie Führung übernehmen oder wann Sie sich in Anführungsstrichen auch unterordnen. Also das ist ja auch tagtäglich, dass man nicht immer nur das Alpha-Tier sein kann, sondern dass man eben auch akzeptieren muss, dass eine Mehrheit, wenn sie entschieden hat, einfach obsiegt hat. Das ist das demokratische Grundsystem. Und ich will das sehr ehrlich sagen, es ist sehr hilfreich, wenn sie nicht einfach so. Ich finde das ganz toll, wenn es Seiteneinsteiger gibt. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Aber sie spüren es halt sofort. Sie müssen das politische System schon irgendwie auch ja, wirklich erlernen. Und in Jugendorganisationen oder Jugendorganisationen sind manchmal sehr hilfreich, weil sie eben gewisse Mechanismen dort erlernen, ertragen lernen, anzuwenden lernen, in einem eher geschützten Raum. Diese Experimente, die sie in der Jungen Union oder bei den Jusos oder beim Grünen Jugendstammtisch machen können, können sie im aktiven Politikerleben nicht mehr machen, weil es eben Experimente sind, die auch daneben gehen können. Und insoweit ist es hilfreich. Nichtsdestotrotz bringen ja Seiteneinsteiger auch Erfahrungen aus dem Berufsleben mit, aus ihrer Lebenserfahrung mit, die durchaus auch hilfreich sein können. Aber sie merken schon den Unterschied zwischen Menschen, die sehr früh Politik gemacht haben und Menschen, die eben sehr spät dazugekommen sind. Ich hätte genau nach den Seiteneinsteigern gefragt, weil meine subjektive, nicht abgesicherte Wahrnehmung ist, Seiteneinsteiger haben es tatsächlich schwer und bleiben oft auch nicht lange im politischen Geschäft. Und Ihrer Meinung nach, oder so wie Sie es gerade dargestellt haben, liegt es eben daran, dass die Erfahrung fehlt, schon von ganz früh sich Mehrheiten besorgen zu müssen, auch aushalten zu können, die mal nicht zu bekommen, was ja auch frustrierend ist. Aber wenn man früh geübt darin ist, hält man es vielleicht auch leichter aus. Ja, natürlich. Also das mit den Mehrheiten besorgen ist im Übrigen, es ist das politische System, da muss man sich nichts vormachen. Es ist das politische Spiel, in Anführungsstrichen. Es ist ja kein Spiel zur Erheiterung, sondern es ist einfach, es sind politische Abläufe. Unsere Demokratie lebt davon, dass sich eine Mehrheit findet und dass diese Mehrheit am Ende dann eben bestimmt. Ich kenne, das ist jetzt nicht ideal, aber ich kenne kein besseres System. Also mir fällt nichts Besseres ein. Und bislang ist auch noch keiner auf eine andere Idee gekommen, wie man es machen könnte. Und das muss man in der Tat lernen, weil
Sie können nicht in eine Fraktion gehen oder in ein Parlament mit einer Idee, die fantastisch, die großartig, die brillant ist und sagen, das ist meine Idee, jetzt wird euch die Vernunft dazu leiten, dem zuzustimmen. Das, so läuft es nicht. Wenn man das glaubt, und das ist manchmal erlebe ich das bei Seiteneinsteigern, dass sie glauben, die Idee ist so gut, die müssen dem ja zustimmen. Das ist ja rational gar nicht anders ertragbar, als dem zuzustimmen. Das läuft so nicht. Sie müssen sehr viel Zeit dafür verwenden, Menschen davon zu überzeugen, Menschen dafür zu begeistern, Menschen zu erläutern, warum sie das wollen oder warum sie es nicht wollen, und am Ende dafür zu sorgen, dass sie auch dann die Hand dafür heben. Und das sind anstrengende Prozesse, das sind langwierige Prozesse, und deswegen, das ist auch der Grund, warum eine Demokratie eben nicht funktioniert wie so ein Schnellkochtopf, wo man Wasser reinmacht, auf den Knopf drückt und dann ist das irgendwann heiß, sondern wo das sehr lange Prozesse sind, bis das Wasser warm oder heiß ist. Aber vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass es so ist. Wenn Sie sich überlegen, das haben wir ja im gesamten System, wenn wir Gesetze machen, dauert das Ewigkeiten. So, dass man wirklich schon sich manchmal die Frage stellt, können wir es nicht anders machen? Ich glaube, dass es gut ist, wie wir es machen. Wir arbeiten ein Gesetz mit vielen Fachleuten hier im Ministerium oder in der Fraktion, mit die Fraktion mit ihren Fachleuten, und bringen das dann, schon ein langer Prozess, bringen das dann ins Parlament ein. Dann wird im Parlament in einer ersten Lesung diskutiert, da fängt schon dieser Meinungsbildungs- und Mehrheitsbildungsprozess an. Dann findet eine Anhörung statt, mit sehr breiten und weiten Fristen. Schriftliche Anhörung, mündliche Anhörung, Experten nehmen dazu Stellung. Wenn ich jetzt ans Hochschulgesetz beispielsweise denke, was wir jetzt in zweiter Lesung verabschiedet haben. Ich habe es im Senat hautnah mitbekommen, ja, in vielen Lesungen. Ja, ganz genau. Uni. Intensivste Prozesse. So, und dann fangen Sie nochmal an zu diskutieren nach der Anhörung. Nehmen wir die Anregung von Professor van Dijk oder die Anregung von Frau Professor Wolf oder von wem auch immer auf. Oder nehmen wir sie nicht auf? Wenn wir sie nicht aufnehmen, müssen wir eigentlich auch begründen, warum nicht. Weil die Diskussion kommt ja dann in der zweiten Lesung eines solchen Gesetzes im Parlament. Und dann wird die Opposition den Finger in die Wunde legen und wird sagen, warum nehmt ihr denn die kluge Anregung von der Uni Frankfurt nicht auf? Das müssen sie dann irgendwie begründen. Und dann sind schon Monate vergangen. Und viele sagen, es kann doch nicht sein, dass sie immer noch kein Gesetz gemacht haben. So, und wenn dann irgendeiner in der Debatte sagt, und ich beantrage im Übrigen dritte Lesung, dann drehen sie nochmal eine riesige Schleife. Wahrscheinlich nochmal. 4 Wochen, die ins Land gehen. Aber kann ja sein, dass in diesen 4 Wochen auch nochmal ein Diskussions- und Mehrheitsbildungsprozess entsteht, der am Ende dazu führt, dass alle einig sind oder alle zufrieden sind oder alles abgeklopft worden ist. Oder Sie jedenfalls sagen, nee, also wir haben das jetzt so oft und so intensiv uns überlegt, das ist der richtige Weg. So ist es halt. Demokratie und damit auch Führung in einer Demokratie funktioniert nicht, wie manche sich das vorstellen und wie ich oft auch höre, in einem Unternehmen wäre das schon, also wenn ihr so in einem Unternehmen verfahren würdet, würde das alles den Bach runtergehen. Das sind aus meiner Sicht so, naja, also ganz ehrlich, unsere Demokratie ist haltbarer und konsistenter als so manches Unternehmen, wenn ich mir gewisse Prozesse gerade dieser Tage anschaue. Und vielleicht ist es dann doch besser, wie wir es machen, als wenn man so ein UKAS oben reingibt und dann muss das nach unten alles nachvollzogen werden. 2 Fragen habe ich. Die erste Frage, wie führen Sie ganz persönlich in Ihrem Ministerium mit Ihren engsten Mitarbeitern? Pflegen Sie einen lockeren Umgang oder legen Sie Wert auf Formalien, soweit sie sinnvoll sind? Erkundigen Sie sich morgens, wenn Sie reinkommen ins Büro, danach, wie es den Leuten geht? Oder haben Sie da gar keine Zeit dazu? Also es ist immer schwierig, wenn der Betroffene selbst Auskunft über seinen Stil geben soll, weil man wahrscheinlich schon auch eine vielleicht andere Wahrnehmung hat von dem, was man macht, als diejenigen, die es jeden Tag ja dann von außen auch sehen. Ich halte meinen Führungsstil für einen Führungsstil, der relativ lange Leine lässt, der sehr dankbar dafür ist, wenn Menschen jedenfalls im Inneren, intern, in der Meinungsbildung auch Kritik üben. Ich kann nichts damit anfangen, wenn Leute nur nicken und ich so das Gefühl habe, ich wäre aber dankbar, wenn ihr jetzt einfach mal mich beratet, auch kritisch beratet. Ich möchte nicht, dass wenn ich dann mit den Mitarbeitern auf die Straße gehe oder wo auch immer hingehe, dass es dann, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also, aber im Inneren ist mir es sehr recht, wenn mir Leute entgegentreten und sagen, nee, also aus dem und aus dem Grund finde ich das falsch, wie sie das jetzt machen wollen.
Am Ende gilt das politische Primat, auch in so einem Ministerium. Das heißt, Abteilungsleiter müssen sich, also Fachleute müssen sich damit abfinden, wenn ich es politisch anders entscheide, dass es so ist. Ich bin hier in diesem Ministerium der Einzige, der demokratisch legitimiert ist, indem es eine Wahl gegeben hat, dann hat sich eine Mehrheit gefunden. Diese Mehrheit hat den Ministerpräsidenten gewählt und der Ministerpräsident hat eben dann Minister ernannt. Aber das wird in dem Ministerium auch akzeptiert. Ein Beamter kann dann remonstrieren, aber es gibt ein gewisses Ende. So, dass das alles sauber ist, wird dadurch gewährleistet, dass bei uns ja alles in Akten steht. Und wenn es irgendwann mal zu einem Unfall kommt, werden die Akten alle geöffnet und dann ist schon klar, wer die Verantwortung für die Entscheidung zu tragen hat. Aber das ist eigentlich auch nicht strittig. Die Frage war, wie ich so führe. Also wie gesagt, ich lasse eigentlich eine sehr lange Leine. Ich lasse aus meiner Sicht sehr viel Spielräume. Ich erwarte aber auch, dass kreativ, engagiert und sehr eigenständig dann eben auch gearbeitet wird und Beiträge kommen. Wie soll ich es ausdrücken? Bin dann aber auch, wenn ein so großer Spielraum da war und die Dinge nicht funktionieren, sehr schnell, es enttäuscht mich dann und dann ist es für mich auch erledigt. Also dann ist für mich in der Sache und möglicherweise auch in der Personalie es erledigt. Aber bis dahin dauert es sehr lange, aber ich führe dann keine großen Diskussionen mehr darüber, weil eben der Prozess bis dahin ein sehr langer und ein sehr mit großen Spielräumen versehener gewesen ist. Was ich selbst bei mir kritisiere, ist, dass ich zu wenig motiviere und zu wenig lobe. Das ist aber, glaube ich, ein allgemeines Problem. Und möglicherweise ist das auch im politischen Prozess, es kommt im politischen Prozess irgendwann, dass sie sowas nicht mehr machen. Ich glaube, dass es falsch ist, aber ich komme irgendwie auch immer blöd vor, wenn man dann die Leute lobt und aber es ist, wie Sie sagen, die deutsche Schwäche. Andererseits, wenn ich dann so das in amerikanischen Prozessen sehe, finde ich, das ist sehr, sehr, sehr schnell, sehr kitschig, sehr wenig authentisch und sehr künstlich, sehr artifiziell wirkt. Dieses, wie großartig, du bist toll, du machst das ganz, ganz, ganz fantastisch. Das finde ich, das ist wie so aus irgendwelchen Führungsseminaren, wo dann irgendeiner sagt, so macht man das und toll und ihr seid alle großartig und jetzt reckt ja mal die Faust in die Höhe. Das finde ich irgendwie komisch und damit komme ich nicht ganz zurecht. Ich bin jetzt auch keiner, der morgens ins Büro geht und die Leute fragt, wie es ihnen geht. Man darf eins nicht vergessen, dass dieses Politik in Anführungsstrichen Geschäft ist ein unendlich zeitaufwendiges Geschäft. Sie haben nicht, und darunter leide ich in der Tat, Sie haben nicht die Zeit, mit Ihren Mitarbeitern bis ins erste Fach alles durchzudiskutieren. Sie haben einfach nicht die Zeit, weil sie sind durch unendlich viele Termine gebunden, sie sind durch unendlich viele Gremien gebunden. Am Ende muss die Maschine in so einem Ministerium laufen. Und wenn sie nicht läuft, dann ist das sozusagen neben Gremien und neben Terminen ein drittes Erschwernis, was dazu führt, dass sie möglicherweise mit den Sachen nicht vorankommen. Und deswegen habe ich schon die Erwartung, dass die Dinge hier laufen. Ich habe auch immer erlebt, dass es wertgeschätzt wird, wenn ein Minister oder wenn eben eine Hausspitze die Leute machen lässt. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Viele nutzen diesen Spielraum aus und es kommt eben nichts dabei rum. Dann kommt aber irgendwann bei mir der Prozess, dass dann für mich auch erledigt ist. Gut, die letzte Frage, glaube ich, in der Politik besonders wichtig, die Rolle von Werten. Und welchen Stellenwert haben Werte in Ihrer täglichen Arbeit als Minister? Naja, wir haben schon drüber gesprochen. Es gibt den Wert des Vertrauens. Es muss ein Grundvertrauen zwischen denen bestehen, die sich zu einer Führungsmannschaft zusammengewürfelt haben. Es muss ein Grundvertrauen bestehen zwischen Koalitionspartnern. So etwas wächst mit der Zeit. Wenn Sie
Ich will das mal mit dem Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün versuchen zu erläutern. Zwischen Schwarz-Gelb zu Mahnenhessen ist ja über Jahrzehnte eine Partnerschaft gewachsen. Sind die originären Koalitionspartner gewesen. Und das führt dazu, dass man sich auch ohne sich zu verständigen versteht, weil man immer weiß, wie der andere denkt und weil man im Grunde genommen auch sich darauf verlassen kann. Und wenn ich sage, man kann sich darauf verlassen, dann hat das was mit Vertrauen zu tun. Jetzt sind wir eine ganz neue Koalition. Das erste Mal, dass in einem Flächenland, also jetzt klammern wir mal Saarland aus und auch Hamburg aus, das ein Stadtstaat ist, eine solche Koalition zusammengekommen ist, die eben sich erbittert bekämpft hat. Hm. Also man darf nicht vergessen, wie wir uns bekämpft haben, auch persönlich Wahlkampf, ja. Im Wahlkampf. Ich erinnere mich an gewisse Slogans. Von beiden Seiten. Ja, von beiden Seiten, so ist es. Und in einer solchen Situation müssen Sie Vertrauen erarbeiten. Und zwar beispielsweise durch das, was wir jeden Montagabend machen. Um 18.30 Uhr beginnt die Koalitionsrunde und die endet in der Regel nicht vor 0 Uhr. Aha. Das geht bis in die, und wenn es bis 2 oder 3 Uhr gehen muss, geht es auch bis 2 oder 3 Uhr, weil die Dinge werden ausdiskutiert. Und ich glaube, die Grünen und die CDU haben eins hinbekommen. Sie haben hinbekommen, zu akzeptieren, dass der Gegenüber vielleicht doch recht hat und dass es Gründe gibt, dass es nicht irgendwelche ideologischen, dogmatischen Gründe sind, sondern dass es Gründe gibt, warum er diese Position vertritt. Und dann wird verstanden zu verstehen, warum es diese Position gibt. Und ich habe in meiner ersten schwarz-grünen Koalition im Römer eins gelernt. Lutz Sikorski, der leider viel zu früh verstorben, Lutz Sikorski, hatte in einer dieser ersten Koalitionsverhandlungen gesagt, wenn der eine versucht, den anderen schon in Koalitionsverhandlungen zu vergewaltigen, wird es niemals was werden. Deswegen, man muss sehr aufeinander achten, man muss sehr sensibel miteinander umgehen, sehr viel Verständnis füreinander entwickeln und dann kommt auch dieses Vertrauen irgendwann zustande. Und das ist mittlerweile zwischen Schwarz und Grün gewachsen und so vorhanden, wie es eben am Ende zwischen Schwarz und Gelb vorhanden gewesen ist. Es gehört dazu Zuverlässigkeit. Auch ein, wie ich finde, ganz wichtiger Wert. Sie müssen sich auf Ihre Partner verlassen können. Und es gehört in einem großen Umfang auch dazu, dass Sie tolerant sein müssen. Sie müssen einfach gewisse Dinge ertragen können. Man muss über seinen Schatten springen können. Man muss akzeptieren können, auch mal, wenn jemand einen Fehler macht. Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Werte. Und es gibt noch einen Wert, da wird der ein oder andere vielleicht lächeln, wenn ich das so sage. Aber ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich werde es Ihnen auch sagen. Das ist die Ehrlichkeit. Am Ende fliegt immer alles auf. Am langen Ende wird man immer feststellen, ob Sie jemanden behumst haben oder ob Sie nicht behumst haben. Und wenn Sie einmal in der Politik jemanden behumsen, weiß er, dass er sich nicht auf Sie verlassen kann und dann werden Sie nie wieder irgendwas miteinander hinbekommen. Und in der Politik muss man in der Lage sein, hinter verschlossenen Türen, da fliegen die Fetzen, da können Sie sich anschreien, wenn Sie da rausgehen, als Koalition oder als nicht mal als Koalition, auch innerhalb der gleichen Partei, soll und darf das niemand mehr merken, was hinter der Tür passiert ist. Und das geht nur dann, wenn man weiß, dass man nicht betrogen worden ist, dass man nicht behumst worden ist, weil irgendwann fliegt es auf und dann wird das mit der, ist das mit Vertrauen, Zuverlässigkeit und dem Verlässlichsein sehr schnell gelaufen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Werte in der Politik, die befolgt werden müssen. Und das muss man lernen, weil natürlich immer auch in der Politik versucht wird, Tricks zu machen, Finden zu machen. Aber wenn man genügend Erfahrung hat, weiß man, es fliegt immer auf. Wunderbar, dann danke ich Ihnen. Ich bedanke mich sehr herzlich.